Und Rechtsklick! Peace Mates, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute gibt es nochmal so einen kleinen Transfermarkt-Check, so einen kleinen Coins-Macher-Bonus auf jeden Fall. Den habe ich jetzt mal ausprobiert. Ich habe es ja im letzten Video mal angekündigt, dass ich gerade dabei bin, mich mal auszuprobieren. Aber euch zuerst zeigen will, wenn es dann auch wirklich klappt, nicht, dass ich euch irgendwas sage, was vielleicht klappt. Das, was ich euch heute erzähle, klappt auf jeden Fall, weil ich habe es halt selber erstmal gemacht und getestet. Und es klappt sehr, sehr gut. Ihr seht hier, ich habe einige Spieler verkauft. Hätte ich es mit noch mehr gemacht, hätte ich auch noch mehr Gewinn gemacht am Ende. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Gewinn am Ende rauskam, wie viel Coins wir rausgeholt haben. Es sind auf jeden Fall einige Tausende. Die muss ich auf jeden Fall später draufstellen, aber um die geht es halt nicht. Ich habe mir jetzt zwei Seiten halt gekauft. Und zwar geht es darum, ich habe mir diese Spieler alle montags gekauft. Warum montags? Halt montags kommen die Squad Battles Rewards. Viele Leute öffnen die Packs. Das heißt, viele Leute hauen dann die Karten auf den Transfermarkt und einige... ja, gucken halt nicht, wie viel die Karten wert sind und hauen sie halt meist auch für einen Preis drauf, der halt komplett lächerlich ist und es droppt halt auch extrem viel, was die Preise der ganzen Karten angeht. Ihr seht, hier sind eigentlich alles so 83er. In dem Spektrum würden wir auch bewegen. 83er und vielleicht auch 84er. Die 83er, mit denen habe ich jetzt getestet, mit denen kann ich sagen, 100% klappt und ich werde das diesen Montag auch wieder machen. Also ich habe Montag angefangen auf die Spieler zu snipen. Wir können die gleichen Spieler nehmen, wir können auch andere 83er nehmen, halt am besten Rare Golds, mit denen klappt es am besten. 1 Uhr kommen die Squad Battle Rewards raus, aber ich glaube am besten ist es so, keine Ahnung, also bis 14 Uhr, 13 Uhr, 12 Uhr so. Also da, wo eigentlich die meisten die Packs aufmachen so. Ich habe glaube ich so 13 Uhr angefangen, bis 14 Uhr, also ungefähr eine Stunde hatte ich Zeit gehabt, habe mir die Spieler geholt, Jungs. Und jetzt gönnt euch mal die Preise. Ich habe mir aufgeschrieben, für wie viel ich die ganzen Leute jeweils geholt habe. Also ich habe mir einen Nainggolan für 1900 gekauft und ihr seht hier für 2,5 verkauft. Manche haben mega Gewinn gebracht, andere eher weniger. Könnt ihr auch darauf achten, ja, wen ihr euch dann am Ende auch holt. Trippier habe ich mir zum Beispiel für 2700 gekauft und für 3300 verkauft. Und das sind noch nicht so die besten. Eden Hazard, ich glaube, der hat sogar gar nicht mal so viel abgeworfen. Ist eine blaue Karte. Eden Hazard habe ich mir für 1700 geholt, für 2 glatt verkauft. Ist plus, ist noch nicht heftig, aber ist auf jeden Fall plus. Rafa für 1,4, für 1,7 rausgegangen. Auch nicht so heftig. Und Mandanda, Digga, der war Killer, Digga. Mandanda habe ich für 750 geholt und für 1400 verkauft, Digga. Also, Schnäppchen. Marcelo, Digga, Marcelo habe ich für 1500 geholt und der war da schon 2000 wert. Da hatte ich einfach komplett Luck beim Snipen. Habe ich dann wiederum natürlich für 3000 verkauft. Mit dem Typen einfach mal die Coins verdoppelt. Bevor ich jetzt denkt, ey, da hole ich mir einfach, keine Ahnung, 20 mal Marcelo. Es ist am besten, wenn ihr euch die Karten, ihr könnt ihr euch mehrmals holen, aber immer nur jeweils einmal draufstellen. Ansonsten steht ihr euch dann selber im Weg damit, so das wäre halt komplett, ja, wäre nicht so geil, deswegen müsst ihr immer jeweils von den Karten immer einmal draufstellen. Ihr könnt euch 10-mal Ödegaard holen, aber dann Ödegaard draufstellen, verkaufen, wieder Ödegaard draufstellen. Das klappt auf jeden Fall. Und es ging halt mit jedem so weiter. Ja, das sind so diese ganzen, ja, fast schon, ja, Meta-Spieler, die ganzen 83er, Jungs. Probiert es damit aus, ihr werdet damit sehr, sehr gut Coins machen. Ich habe ja noch ein paar andere, die ich dann zum Tot-Event vielleicht noch raushauen werde, wenn so eine SBC kommt, dass man vielleicht Rare Gold abgeben muss, dann könnten die alle ziemlich in die Höhe steigen. Ansonsten probiert es aus, holt euch 83er, ihr könnt auf Footbin, müsst ihr immer checken, den Preis, und dann bietet ihr, oder sniped halt darauf. Snipen ist ein bisschen besser. Und so könnt ihr auf jeden Fall noch Easy Coins machen. Ich glaube, ich habe gestern 800, ich weiß gar nicht, wie viele Coins habe ich gehabt, irgendwas 800.000 anfangen, bin jetzt bei 850k, also ja, ungefähr so 50k habe ich, glaube ich, damit das Gewinn gemacht, so, und ich habe halt zwei Seiten waren das mit Karten, Digga. Ja, geht auf jeden Fall fit. Wenn man sich da mehrere mitnimmt, kann man auf jeden Fall, denke ich mal, 100k an dem Tag mitmachen. Easy, probiert's aus und ja, viel Spaß beim Tot-Event, was dann kommen wird. Das wird noch ein bisschen dauern, am 11. glaube ich so ungefähr. Ich hoffe, ich habe bis dahin die Mio voll, dann werden wir ein paar Packs öffnen. Bis dann aber, haut rein, aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh.